hier jetzt noch eine super Idee für Ostern, ein leckerer Kuchen mit Mandarinen, Schmandcreme und Marmelade. Dazu nehmt ihr die Butter, ein paar Orangenzesten, Zucker und Vanillezucker und tut es in eine Küchenmaschine und rührt es sehr, sehr lange weich, bis es schön weiß und cremig ist. In der Zwischenzeit nehmt ihr die 6 Eier und etwas Salz und schlagt es sehr, sehr steif. Das dauert tatsächlich an die 15 Minuten. Dann ist auch die Buttercreme fertig und ihr könnt das Mehl, Stärke und Backpulver mischen. Und dann schon mal 2 Esslöffel in die Buttercreme, dass die schon mal etwas ziehen kann. Und dann kommt Schritt für Schritt die Eiermasse und dann wieder etwas Mehlmasse abwechselnd dazu bei niedriger Geschwindigkeit. Daraus entsteht dann ein richtig schöner cremiger Teig. Der wird dann auf ein Blech mit Backpapier gegeben und schön gleichmäßig verteilt und verstrichen. Dann könnt ihr schon mal den Ofen vorheizen auf 180 Grad. Das Ganze kommt dann hinein und wird dann für ca. 18 bis 20 Minuten gebacken. Sieht dann richtig schön goldbraun oben aus. Stellt ihr dann auf die Seite und lasst es erstmal etwas abkühlen. Dann müsst ihr es nur noch umdrehen und erstmal die Ränder vorsichtig lösen. Und dann könnt ihr das vom Boden lösen. Ihr müsst es jetzt auch nicht mehr umdrehen, sondern könnt es auch gleich so auf der Platte lassen. Ich habe jetzt noch einen Tortenring drumherum, dann ist es einfacher, die Masse oder auch Marmelade darauf zu verstreichen. Dann nehmt ihr dann ein Glas Aprikosenmarmelade. Ihr könnt aber auch andere Marmelade je nach Wahl, nach Wunsch nehmen. Diese gleichmäßig verteilen. Und dann könnt ihr schon die Creme anrühren. Dazu nehmt ihr den Schmand. Und dazu etwas Vanillezucker und Vanille-Paradies-Creme oder auch Puddingpulver. Dann wird es schön steif. Tut dies miteinander verrühren, damit es eine schöne, gleichmäßige Masse wird. Separat könnt ihr dann die Sahne steif schlagen mit etwas Sahne steif. Diese kommt dann Löffel für Löffel in diese Schmand-Paradies-Creme-Masse und wird schrittweise immer wieder schön cremig gerührt. Dann habt ihr eine wunderbare, schöne, cremige Masse und die kommt dann natürlich oben drauf noch auf die Marmelade, auch wieder gleichmäßig verteilen. Der Tortenring hilft dabei wirklich sehr, also ich kann es nur empfehlen, so einen dann drumherum machen. Dann könnt ihr schon mal euch überlegen, wie groß ihr die Stücke machen wollt und diese etwas markieren, weil dann wisst ihr auch, wo ihr am Ende die Mandarinen setzen könnt. Und zwar dann gegeneinander, damit es aussieht wie ein Schmetterling. Mit Blockschokolade könnt ihr dann noch ein paar Punkte und die Fühler machen. Und schon habt ihr eine super Frühlings-Oster-Idee für den Kaffeetisch. Lasst es euch schmecken!